Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ausgangspunkt des heutigen Teeschuss ist eine kleine Geschichte von Hakuin. Der Zen-Meister Hakuin Ekaku war in seiner Nachbarschaft sehr beliebt. Man lobte ihn wegen seines reinen Lebenswandels. Ein junges und schönes Mädchen wohnte in seiner Nähe. Ihre Eltern waren Kaufleute. Das Mädchen wurde schwanger. Sie war nicht verheiratet. Sie wollte den Namen des Kindsvaters nicht preisgeben. Die Eltern ließen ihr keine Ruhe und da behauptete sie, Hakuin ist der Vater meines Kindes. Enttäuscht und über alle Maßen wütend gingen die Eltern zu dem Meister. Alles, was er zu den Vorwürfen sagte, war: Ist das so? Das Kind wurde geboren. Die zornigen Eltern der frisch gebackenen Mutter brachten das Neugeborene zu Hakuin. Hakuin hatte inzwischen seinen guten Ruf verloren. Man hielt ihn für eine verkommene Kreatur. Das schien Hakuin jedoch nicht weiter zu beunruhigen. Die Eltern des Mädchens riefen: Hier hast du dein Kind! Ist das so? War alles, was Hakuin dazu sagte. Er nahm das Baby auf und sorgte gut für das kleine Kind. Er pflegte und behütete es wie sein eigenes Fleisch und Blut. Ein Jahr verging. Die junge Mutter hielt es nicht mehr aus. Sie beichtete ihren Eltern die Wahrheit. Der Vater ihres Kindes wäre ein armer, junger Fischer, sagte sie. Und nicht der Zen-Meister Hakuin. Unverzüglich gingen die Eltern der jungen Frau zu Hakuin. Sie baten ihn unter Tränen um Vergebung. Es täte ihnen so unendlich leid. Ob sie das Kind zu sich nach Hause holen könnten. Hakuin war einverstanden. Er übergab ihnen das Kind. Tränen überströmt dankten sie ihm nochmals und sagten: Du bist so ein reiner Mensch, ein wahrer Meister. Alles, was Hakuin ihnen entgegnete, war: Ist das so? Ja, Hakuin lebte von 1685 bis 1798 und er war ein Erneuerer des Zen. Das Zen in Japan, das wurde immer konventioneller und immer weniger lebendig und immer mehr sowas wie eine kirchliche Tradition, wo man halt so bestimmte Zeremonien machte. Aber um den Erleuchtungsgeist war es damals nicht so wirklich gut bestellt. Und Hakuin, der hatte eine fromme Mutter, die war Nichiren-Anhängerin.
ist eine bestimmte Sekte, die das 25. Kapitel des Lotus Sutra in den Mittelpunkt der Praxis stellt und eine genuin japanische buddhistische Sekte. Nichiren-Leute sind auch bei uns unterwegs. Zwei meiner Vettern sind Nichiren-Anhänger geworden. Ja? Und die rezitieren jeden Tag vor ihrem Gohonzon, heißt der kleine Altar, das 25. Kapitel des Lotus Sutra. Und Hakuin war also mit der Mutter immer wieder in solche Situationen gekommen, wo er so spürte, die Volksreligiosität. Und eines Tages waren sie bei so einer Predigt, bei so einem Nichiren-Priester, und da hat dieser Priester die Qualen in den 8 Höllen, die man zu gewärtigen hat, wenn man ein nicht rechtschaffendes Leben führt. Und Hakuin hat das so wahnsinnig beeindruckt, dass er seitdem eine wahnsinnige Angst vor der Hölle hatte. Ja. Und er war ein sehr empfindsames Kind und er macht sich die ganze Zeit jetzt Gedanken, ob er nun in der Hölle landen würde oder nicht. Ja. Uns ist vielleicht in der Kindheit auch mal begegnet, dass uns die Hölle in Aussicht gestellt wurde. Interessant ist, dass man der Hölle aber auch im gegenwärtigen Leben begegnen kann. Und eine Geschichte, wie man der Hölle im gegenwärtigen Leben begegnen kann, die ist ja die hier, die Hakuin hier erzählt. Ja. Der Hakuin, der hatte einen kleinen verfallenen Tempel übernommen, in der kleinen Stadt Hara. Und diese Stadt liegt so an der Tokaido-Linie, die Kyoto und Tokio verbindet. So ein traditioneller japanischer Reiseweg. Und der Shinkansen, der folgt auch noch dieser Linie. Wenn man von Tokio nach Süden fährt, dann kommt man durch die ganzen Städte, die an diesem Tokaido-Pfad so entstanden sind. Und dieses Hara, das war eine kleine Poststation, aber immerhin, da traf immerhin der Verkehr von Tokio und Kyoto zusammen, und ab und zu übernachteten da mal ein paar Samurais und so weiter. Und sein Tempel, den habe ich auch mal besucht, und vor allem hatten wir im Hokuchi einen Mönch, der aus diesem Tempel stammte, und der hat mir so ein Buch geschenkt über den Tempel, alles auf Japanisch, aber schöne Fotos drin, ja, und hat immer so geschwärmt von der Lage dieses kleinen Tempels. Und Hakuin hat diesen Tempel dann so allmählich entrümpelt und so aufgebaut. Ja, war so ein Landtempel, und er war sehr verbunden mit der Armut der Landleute. Also er hatte ein gutes Verhältnis zu den Menschen auf dem Land. Ja. Wenn er hier in Steilberg gewesen wäre, hätte er vielleicht auch sich gefreut am Landleben, was hier herrscht, und dem, was den Menschen hier so begegnet. Und Hakuins weitere Entwicklung will ich eigentlich gar nicht so ausführlich schildern. Auf jeden Fall mit 24 hat er so ein schockierendes Erlebnis gehabt, nämlich da wurde ihm berichtet, er hatte sich inzwischen schon der Zen-Praxis hingegeben, und da erfuhr er vom Schicksal des Zen-Meisters Yantu, japanisch Ganto. Wir kennen Ganto aus verschiedenen Koans, und häufig treten Ganto und Seppo so als Paare auf.
Wir haben davon schon gehört im Mumonkan 13, wo sie sich Gedanken machen, ob ihr Meister da noch ganz bei Trost ist oder ob er das letzte Zen-Wort schon gerafft hat. Also es waren so zwei Zen-Meister, die sich immer gegenseitig später Schüler zuschickten, damit sie weiter gefestigt wurden in ihrer Praxis. Also Ganto, ein ziemlich berühmter Zen-Meister. Und der Tod von Ganto ist der gewesen, dass er von einem Räuber überfallen und erstochen wurde und zuletzt einen markerschütternden Schrei ausgestoßen hat, der über das Tal, wo seine Klause war, weit hinweg hörbar und verhallte da. Und Hakuin konnte nicht begreifen, dass so ein Wohltäter wie Ganto so ein Ende genommen hat. Und das hat ihn in den ganz großen Zweifel reingetrieben. Ja. Dachte, er hängt da eine Irrlehre an und so. Und das kann so nicht sein. Ja. Und später hat er dann geübt mit dem Koan Mu und dann kam er da zu einem ziemlichen Durchbruch und dann hat er so das Gefühl, also was er da jetzt erlebt hat, das hat noch niemand erlebt. Er hat so streng geübt. Er hatte sich einen chinesischen Meister zum Vorbild genommen, der immer, wenn er irgendwie müde wurde in der Übung, da hatte er so eine Art Friem. Und mit dem hat er sich so in Oberschenkel gestochen. Und dann tat das natürlich weh und dann war er wieder wach. Ja. Und wenn er wieder einschlief, dann hat er sich wieder wach gemacht. Also wir wissen ja, dass Hakuin selbst auch ein strenger Meister war und er ist eben mit sich selber auch sehr streng umgegangen. Er hat sich so abgemüht, die tiefste Erleuchtung zu erlangen und in diesem kaputten Shōinji-Tempel, den er da übernommen hatte, ja, wo der Mond so durch die offenen Dachteile hineinschien, wenn er da am Üben war, da hat er sich so eine Sänfte, es gibt da so in Japan, in dem feudalen Japan solche Tragen, so Sänften, da konnte einer einstellen, zwei Leute haben dann, oder vier haben dann so getragen, ja. Und dann konnten die da in der Sänfte so einigermaßen gemütlich sein. Und der hatte sich so eine Sänfte umgebaut und hatte sich in so einen Futon eingewickelt, ja, und dann richtig noch mit Schnüren verschnürt, ja, um sich nicht bewegen zu können. Und dann hat er da in dem Futon eingewickelt, in der Sänfte, stundenlang gesessen, ja. Und er war persönlich unzufrieden mit den Ergebnissen. Und sein Lehrer, den er hatte, auch. Also der hat zwar immer gesagt, ja, little good, so wie unser Roshi, aber das Pralle ist es noch nicht. Und vor allem hat sein Lehrer ihn immer wieder geärgert mit dem Satz, na, da kommt ja unser Teufelchen aus der Höhle. Und da ja nun Hakuin diese Teufelsgeschichten so ernst genommen hatte, hat der Meister ihn auf die Schippe genommen und auch ihn deshalb Teufelchen aus der Höhle genannt, weil er halt immer so ichhaft an seinen Meditationserfolgen festhielt. Ja. Und den schlussendlichen Durchbruch erreichte Hakuin, als er mit dem Koan von Nansens Tod übte. Das ist im Katoshu das allerletzte Koan. Nansens Tod. Nansen war der Meister, der Lehrer von Yoshu. Und Nansen ist der Urheber des Koans vom alltäglichen Geist. Der alltägliche Geist ist der Weg.
Als Nansen 87 Jahre alt war, versammelte er seine Mönche und sagte zu ihnen: Mein Stern neigt sich dem Untergang zu, das Licht wird dumpf. Sagt nicht, dass ich gekommen oder gegangen bin. Dann setzte er sich hin und starb, nachdem er diese Worte gesprochen hat. Ja, seitdem rätseln die Zen-Mönche über dieses Koan. Was hat es mit Nansens Tod auf sich? Wieso ist er nicht gekommen? Wieso ist er nicht gegangen? Jeder andere ist doch gekommen und gegangen. Wieso er denn nun ausgerechnet nicht? Noch kurz vor seinem Tod hat er mit einem Mönch gesprochen, der ihn gefragt hat, wenn 100 Jahre vorbei sind, das ist immer so die Formel, wenn man so sich erkundigt, was ist eigentlich nach deinem Ableben los? Ja? Also wenn 100 Jahre dahin gegangen sind, wohin wirst du gehen? Oder wo wirst du wieder erscheinen? Und der Nansen sagte, ja, ich werde am Fuß dieses Berges als Wasserbüffel wiederkommen und den Menschen als Flugtier und Zugtier dienen. Ja? Und dann hat der Mönch gefragt, kann ich da mitkommen? Verständliche Frage. Und da hat der Nansen gesagt, okay, aber du musst ein Grasbüschel im Mund haben, sonst geht's nicht. Naja, kurz und gut, mit diesem Koan war dann Hakuin am Üben und er kam an einem Haus vorbei und war auf Takuha-Zugang, ja. Und er hielt sich da so an der Ecke auf und war darüber am Nachbrüten über dieses Koan, ne? Nansens Tod und so weiter. Oh, kein Kommen, kein Gehen. Und während er da so vor sich hin brütete, sagte die Frau, die da im Garten gerade mit dem Besen zugange war, geh weiter, ja. Und Hakuin ist aber nicht weitergegangen. Schlussendlich kam die Alte raus mit dem Besen und hat ihm gewaltig eins über den Rücken und über den Hinterkopf gezogen, ja. Sein wunderbarer Takuhatsu-Hut ging zu Bruch und die sind stabil, also die muss schon zugelangt haben, ja. Und Hakuin, der wurde ohnmächtig, jedenfalls lag er auf dem Boden und andere Leute kamen vorbei und sagten, ja, ja, so sind sie, diese Mönche und so, haben sich nicht weiter um ihn gekümmert und irgendwann kam einer auf ihn zu und hat ihm so ein bisschen nach ihm geguckt, lebt er noch und so und dann erwachte er wieder zum Leben. Und war total glücklich und fröhlich und hat gesagt, jetzt habe ich's! Und ging zu seinem Lehrer zurück und schlussendlich haben sie dann sein Erwachen gefeiert, ja. Und dieses mit den Lebensumständen so umgehen, wie Hakuin das gemacht hat, wie es in dieser Geschichte da gezeigt wird und auch wie es hier bei seinem großen Erwachen der Fall ist, dass er die Lebensumstände annahm. Das zeigt so etwas von seiner Größe. Ja? Bodhidharma, der hat da in seiner wunderbaren Schrift über die Umrisse der Praxis, da hat er vier Übungen gesagt. Und eine Übung ist, wie gehe ich damit um, wenn ich zu Unrecht beschuldigt werde? Und eine weitere Übung nannte er die Übung des Akzeptierens der Umstände. Und sagt dazu,
lebendige Wesen werden, da sie kein fixiertes Selbst haben, vollkommen von den Eindrücken der Umstände geformt. Sowohl Leiden als auch Wohlbefinden werden von den Umständen erzeugt. Wenn man angenehme Umstände erlebt, wie Wohlstand und gutes Ansehen, dann kommt dies von guten Handlungen der Vergangenheit. Jetzt mag man die guten Früchte ernten, doch wenn diese aufgebraucht sind, wird das vorbei sein. Warum sollte man da feiern? Erfolg und Scheitern hängt von Umständen ab, während der Geist dabei weder verliert noch gewinnt. Sich weder von dem Wind des Glücks noch von dem Wind des Unglücks bewegen zu lassen, bedeutet, im Einklang mit dem Weg zu sein. Dies wird die Übung des Annehmens der eigenen Umstände genannt. Mit anderen Worten, dass man zuweilen im Leben mit Urteilen konfrontiert wird, die man als ungerechtfertigt empfindet oder die beispielsweise einen isolieren in seinem sozialen Kontext. Hakuin war ja ein angesehener Zen-Meister, bis diese Schwangere da auftrat und deren Eltern eben gesagt haben, das ist ja so ein Heuchler, ja, hier die Sittsamkeit predigen und da unsere Tochter schwängern und so weiter. Ne, die schön, die Silas und so weiter, Nummer 3, die sexuelle Würde achten und so fort. Das ist ja ein Halunke, ja. Und die ganze Gegend drehte sich so gegen ihn, ja. Und er hat sich davon letztlich nicht beirren lassen. Er hat sich gefragt, wenn die Menschen diese Urteile an ihn herangetragen haben, ist das so? Ich habe euch ja erzählt, einigen von euch erzählt, dass wir als Choka Sangha so eine komische Situation haben. 30 Jahre Reinigen des Lebensgartens, die Müllmänner des Lebensgartens sind die Zennis kommen hier, aufräumen und so weiter. Ja. So, 30 Jahre lang die Übung jeden Morgen in der Sendo aufrechterhalten, sitzen, Angebot für die ganze Gemeinschaft, Angebot für alle unsere Gäste. Und am Ende dieser 30 Jahre wird man plötzlich angeschuldet, weil ein Finanzteam Recherchen angestellt hat auf irgendwelche Textentwürfe von 1992 gestoßen ist, wo angeblich ich Mietverträge unterschrieben habe. So, und eine Hochrechnung, dass wir 20.000 Euro schulden und das geht in der Gemeinschaft rum und wird vor allem in der Mitgliederversammlung zitiert, um vor mir als Vorstandskandidaten zu warnen. Ja? Und die Versammelten verständigen sich darauf, dass sie unter Vorbehalt erstmal nur der Wahl zustimmen und einen Bericht von uns abwarten, um ihr endgültiges Urteil zu bilden. So, und diese Situation, die war für mich total neu und vor allem aus heiterem Himmel. Das erste Mal hörte ich bei meiner Kandidatur als Vorstandsmitglied davon. Und das andere war ein Veto gegen eine Verabredung, die Katharina, Jürgen und ich mit den befugten Vertretern des Lebensgartens geschlossen haben, wie es mit der Sendo im Lebensgarten weitergehen soll, nachdem jetzt unsere Session alle hier sind, ja, und wir natürlich nicht mehr drüben zum Essen uns anmelden und mit vielen Teilnehmertagen da sind und nicht mehr da überall die Cleaning-Männer sind und so weiter. Und wir hatten ein
wie ich fand, sehr ausgewogene Verabredung da getroffen. Und alle waren zufrieden. Nur eine Person nicht, die im alten Vorstand des Lebensgartens war, die hat ein Veto eingelegt. Wussten wir nicht, warum. Und dann, als meine Vorstandswahl irgendwie 9 Monate später anstand, da kam die mit der Sache raus. Und dann ist da ein richtiger Fake News Sturm losgelaufen im Lebensgarten Info Portal, ja. Und ich habe mich natürlich gefragt, ne, was hat das zu bedeuten, dass ich da so in die Zange genommen werden soll, ja? Warum? Wie kommt das? Und so. Das Ganze wurde dann noch weiter getoppt, indem auch noch Unregelmäßigkeiten der Schule für Verständigung und Mediation angebliche untersucht werden mussten. 6.000 Euro hatten wir von dem Schulkonto auf ein anderes Konto des Zentrums für gewaltfreie Kommunikation überwiesen. Solche Vorgänge sind nichts Dolles, ja, passieren ständig. Aber jetzt neue Software, die Vorgänge werden, können jetzt ausgelesen werden aus irgendwelchen Bilanzen und so weiter. Das Team war auf einen weiteren Fund gestoßen von Unregelmäßigkeiten, die in der Situation des Christoph-Hattler-Paar, was seine Machenschaften im Lebensgarten anging, gestoßen. Und dahinter stand eine Theorie, also er nutzt den Lebensgarten aus, unter dem Mäntelchen des Zen-Meisters verbirgt sich Kriminelles und überhaupt, dass er diese ganzen Seminare jetzt hier Richtung Chokasanga Togenji-Projekt verlegt hat, ist ein Beweis dafür, dass er eigentlich den Lebensgarten zugrunde richten will. So, ich habe es jetzt ein bisschen drastifiziert, aber im Prinzip läuft die Melodie da so. Mit anderen Worten, also wir stehen da unter Beschuss und am 4. Dezember, also noch während unseres Rohatsus, ist eine Mitgliederversammlung im Lebensgarten, wo sich die Gemeinschaft ein abschließendes Urteil bilden möchte über diese Vorgänge. Gut, also wir haben da geschmachtet, tagelang uns mit diesem Bericht rumgeschlagen. Katharina ist in die Archive von Chokasanga und Togenji eingestiegen, weil das Vorgehen so war: Wir finden in der Lebensgartenbuchhaltung keine Zahlungseingänge. Also habt ihr nicht gezahlt. Also ging es auch mit der Schule für Mediation. Ihr habt keine Nebenkosten gezahlt. 14.000 Euro stehen aus. Zum Glück hatte ich von jedem Monat so ein Bankding in meinem Computer gespeichert, ja, von allen Konten, die das da betreffen konnte. Und daraus ging hervor, dass wir bei Weitem mehr als 14.000 Euro bezahlt hatten, dass nur unsere Zahlungen von der Buchhaltung irgendwie nicht erfasst worden sind, ja. So, und so ging es auch mit Chokasanga-Zahlungen, ja, auch nur rudimentär erfasst und so weiter. Und da wurde mit derselben Theorie gearbeitet. Wir haben von Chokasanga nichts feststellen können. Die haben offensichtlich nicht gezahlt. Wir haben sie zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die ist nicht eingegangen. Da haben wir selber geforscht. Und siehe da, wir sind fündig geworden. Wir haben einen Mietvertrag von 1992 gewonnen, also 27 Jahre her. Ja, im Entwurf allerdings nur. Aber da waren konkrete Daten eingesetzt,
Deshalb muss er ja wohl gültig gewesen sein. So, das ist uns da passiert. Und mich hat das sehr beschäftigt. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass wir nicht darlegen konnten, wie es sich mit unserem Wirken da im Lebensgarten verhält, sondern ich war total beschämt. Und zwar von dem, was da vorging, dieser Geist, der sich daraus gebreitet hat. Was den Lebensgarten erfolgreich gemacht hat, ja, das war, und vor allem unsere Arbeit, also unsere Zen-Arbeit, das waren Disziplin, Vertrauen und Wohlwollen. Ich kann mich nicht erinnern, an irgendeinen Lebensgärtnerin oder Lebensgärtner mal ein unfreundliches Wort gerichtet zu haben in den letzten 35 Jahren. Ich bin zu keinem hingegangen und habe gesagt, weißt du was, in meinen Augen bist du eine Schlammfotze. Was man so heute im Internet ja sagen darf, wenn Politikerinnen irgendwie einem nicht passen. Ja? Ich habe auch nie zu jemandem gesagt, du passt mir nicht oder was. Ich habe mal zu jemandem gesagt, ich stimme nicht zu, dass du einen Schlüssel für unsere Einkaufskooperative bekommen kannst, weil ich gesehen habe, dass du, wenn dein Sohn im Gemeinschaftsbereich randaliert hat, Kerzenständer kaputt gemacht hat und Sachen umgeschmissen hat, dass du ihn daran nicht gehindert hast, sondern nur mit einem Stöhner O Shantem geantwortet hast und dann alles so gelassen hast, wie der das angerichtet hat. Wenn ich mir vorstelle, dass du mit deinem Sohn da in unserer Einkaufskooperative bist, dann und du dann nur sagst, O Shantem, das möchte ich nicht. Ja? Also ich stimme nicht zu, dass du einen Schlüssel zum selbstständigen Einkauf kriegen sollst. Das habe ich mal gemacht. Ja. Das war so ungefähr das Schlimmste, was von mir ausgegangen ist. So, und also diese Situation, wie gehen wir damit um, wenn solche Urteile losgetreten werden und wir also mit Mutmaßungen und Halbwahrheiten und allen möglichen, die so gegen uns sich richten. Und ich selber habe das so in meinem Lebensgarten, ihr müsst euch vorstellen, der Lebensgarten ist irgendwie so ein Stück Lebenswerk von mir. Ja? Das ist eins meiner Kinder, meiner geistigen Kinder. Ja? Da habe ich wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Ja? Und es hat mich wirklich beschäftigt. Und was mich eben besonders traurig gemacht hat, war die Haltung. Dass kein Wohlwollen da ist, dass keine Rückfrage da ist. Dass die Menschen recherchieren, ohne uns mal anzusprechen, wie sich bestimmte Dinge erklären oder sowas. Nein, es wird einfach nur irgendetwas behauptet. Und ja, und mir ist das schon mal begegnet. 2015 hat der Guido Keller, der Mensch, der diesen Arbor Verlag, so einen buddhistischen Verlag herausgibt, der sich selber Zen-Rüpel nimmt, der hat in allen buddhistischen Foren Stimmung gemacht gegen die Re-Bande. Re-Ho-Re-Shin. Und so weiter, die Dharma-Nachfolger von Euseidan, ja, der hat da dollste Sachen behauptet. Wir wären nie in Japan gewesen, wir hätten uns unsere Dharma-Siegel selbst geschrieben und also lauter aus der Luft gegriffene Sachen. Mich hat er persönlich angeschrieben, warum mein Dharma-Siegel denn nicht im Internet veröffentlicht sei. Ja? Weil ich, habe ich ihm gesagt, in unserer Tradition ist das üblich, dass man das für sich behält, 10 Jahre in der untersten Schublade seines
Schlafzimmers aufbewahrt, bevor man das irgendjemand zeigt. Und hat er gesagt, ja, aber dann müsste er davon ausgehen, dass die Behauptungen, die kursierten, richtig seien, dass wir gar keine Dharma-Nachfolger wären und so weiter. Ne? Also ich habe ihm sogar der Roshi hatte seine Dharma-Nachfolger in einer japanischen Zeitung veröffentlicht, in einer buddhistischen Zeitung. Das habe ich ihm dann nochmal in Kopie geschickt und habe ihm gesagt, er kann gerne hier vorbeikommen, ich zeige ihm gerne mein Dharma-Siegel. Ich hatte mir dann schon einen Kesaku bereitgelegt, für den Fall, dass er tatsächlich auftauchen würde, um ihn mit den Praktiken der Zen-Erleuchtung vertraut zu machen. Ja. Ist aber nicht erschienen. Ja. Also er wollte es gar nicht sehen. Und, aber er hat einen unglaublichen Wind gemacht. Und andere haben mich angeschrieben, haben gesagt, du musst was dagegen machen. Der macht hier unsere ganze Linie schlecht und so weiter. Und dieses Jahr habe ich bemerkt, dass es auch Auswirkungen hat. Also es hat wahrscheinlich die ganze Zeit Auswirkungen gehabt, aber ich habe gemerkt, dass es sich auswirkt daran, dass in der Zeitung Ursache und Wirkung lauter Praxiszentren genannt wurden, die empfehlenswert sind. Und der Peter Riedel, der hat uns ja kennengelernt in Fulda auf dem DBU-Kongress, wo wir so 75% der Veranstaltung bestritten haben. Der wusste, dass wir ernstzunehmende Leute sind. Aber Togenji, Chogasanga, wir sind da nicht reingekommen. Stattdessen konnte man über Hinak Polenski wesentliche Dinge lesen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Folge von dieser Rufkampagne. Und selbst der Roshi hat sowas erlebt. Der hat ja die Nachfolge von Nagaya Roshi in Roseburg angetreten. Und Nagaya Roshi war eine Zeit lang der Lehrer von Klaus Zernikow. Und Klaus Zernikow war so ein Zen-Lehrer, ein deutscher Zen-Lehrer der ersten Stunde. Mumonkai ist seine Gemeinschaft in Berlin. Und wir haben mit ihm die langen Stäbchen geübt. Insbesondere Hannes erinnert sich noch daran, weil Zernikow zu ihm gerufen hatte, Herr Lorenzen, Sie atmen falsch, und kurze Zeit später knallte Hannes mit der Stirn auf den Boden auf. Das war auch eine Folge der langen Stäbchen, die der Zernikow immer zum Schluss noch auflegte. Sein Ruf war nämlich, wenn er so von 10 bis 11 nochmal eine Runde angesetzt hatte, dass er so ein ganz langes Stäbchen, also so drei verschiedene Sorten, aus der Dose zog und sagte, ich hoffe, hier ist niemand, der sein Wohlbefinden von der Länge eines Räucherstäbchens abhängig macht. Und dann wurde so ein Ein-Stunden-Brenner ein. Herr Lorenzen, Sie arbeiten. Fiel Hannes darunter. Und dieser Mann, der hat dann in Japan versucht, einen geeigneten Zen-Meister für Deutschland aufzutreiben als Nachfolger für den Vorgänger in Roseburg, Nagaya. Ne? Und er hat dann so wie Yoshu alle möglichen Roshis geprüft. Und bei unserem Roshi, da kam er zu dem Schluss, ja, das ist einer. Und hat ihn eingeladen nach Roseburg und nach Berlin. Und der Roshi ist auch gekommen und hat da die Nachfolge von Nagaya angetreten. Und jetzt hatten in der Zwischenzeit sich mein Freund Raphael Neuting, der hier lange die Sessions geleitet hatte, mit dem Zernikow zerstritten.
Nolting ist ja ein ziemlich massiver, großgewachsener Mensch gewesen, auch mit kräftiger Stimme. Und der hat mal seinen eigenen Test bei Zernico im Doxan-Raum gemacht. Das heißt, er ist da reingegangen und hat ihn mit einem wahnsinnig lauten Katzschrei angeschrien. Und Zernico ist total zusammengezuckt. Er hat sich Raphael umgedreht und hat gesagt, mit ihnen übe ich nicht mehr. Ja? Und diese narzisstische Kränkung, die hatte ihre Folgen, weil nämlich Raffi hatte auch den Roshi eingeladen. Der war nämlich auch Jiki von Nagaya und naja, dann hat er den Roshi eingeladen nach Bremen. Und das ist der Roshi auch gekommen und dann hat der Zernico bei seinem nächsten Besuch in Berlin zum Roshi gesagt, also sie müssen sich entscheiden. Entweder sie arbeiten da auch mit dem Nolting zusammen, dann können sie nicht hier in Berlin bleiben. Oder sie entscheiden sich für uns, dann ist die Sache klar. Dann. Aber bitte nicht mehr mit dem Nolting. Und da hat der Roshi gesagt, wenn es so ist, dann entscheide ich mich für Bremen. Und das kam uns dann hier zugute mit Steierberg und so weiter. Ja. Aber später wurde von Zernico ausgehend eine unglaubliche Kampagne gegen die Euseidan-Schüler entfacht. Und natürlich auch gegen unseren Roshi selbst. Und ich war zufällig in Japan, als diese Kampagne so ihren Höhepunkt erreicht hatte. Und der Roshi fragte mich, was er nun machen soll. Ja, da wird schlecht über ihn geredet und wie soll er damit umgehen? Und ich hatte so die Idee, man könnte doch mal so einen Brief an die Leute wenden und bitten darum, dass sie da sachlich werden oder dass sie mal zu einem Austausch zusammenkommen und so. Ne? Das war natürlich so meine Fantasie, von wegen Mediation und so. Und dann machte ich dem Roshi da meinen Vorschlag und dann sagte der Roshi, I will ignore it. Ich werde es ignorieren. Und das hat mich damals ganz schön erschüttert, aber ich konnte es verstehen. Und der Roshi hat es ignoriert und Zernico wurde nie wieder erwähnt in seiner Gegenwart oder was. Alles, was da lief, wurde ignoriert. Und das, daran habe ich mich erinnert, als der Guido Keller da seine Kampagne gegen uns gestartet hat. Habe ich mir gesagt, I will ignore it. Ja. Also ich hatte meine freundliche Beiträge da angeboten und nachdem der da auf der Spur blieb, habe ich gedacht, ich ignoriere das einfach. Obwohl mich viele angesprochen haben, du musst was machen und so. Und das ist jetzt eben eine ganz wichtige Situation, auch für uns im Lebensgarten. Wir wollen das nicht ignorieren, aber ich möchte nicht da reinkommen in so einen Schlagabtausch der Urteile und der Abwertung und so weiter. Ja. Und ich habe mich total zurückgehalten in der Hinsicht. Es gäbe viele Tatsachen, die ich benennen könnte, die Urheber dieser Kampagne da in höchste Not bringen könnten. Ja. Aber das will ich nicht. Ich will nicht auf der Ebene unterwegs sein. Ich möchte gerne zu Weisheit und Mitgefühl beitragen. Das ist meine Vision, dass wir eine Welt von Weisheit und Mitgefühl tatsächlich konkret umsetzen. Und das bedeutet für mich, dass ich nur mit mitfühlenden Augen die Beteiligten da anschauen kann und im Wesentlichen, was die Vorwürfe in meine Richtung angehen, die eben ignoriere, jedenfalls nicht weiter darauf eingehe. Und das ist jetzt auch so Konsens bei uns,
dass wir haben uns dazu Stellung genommen und Schluss, ja. Und wir hoffen natürlich, dass eines Tages die Beteiligten zu uns kommen und unter Tränen bekunden, dass es ihnen leid tut, dass sie uns solchen schlimmen Verdächtigungen ausgesetzt haben und dass wir dann sagen können, ach ja, ist das so, ja? Das wäre schön. Okay, hi, das war's erstmal. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.